Der VSV startet gut ins Spiel gegen Zagreb, hat zu Beginn die besseren Chancen. Hier scheitert Philipp Pinter an Robert Christan. Und kurz darauf schießt auch Roland Kaspitz nur knapp am Tor vorbei. In der 16. Minute gehen die Adler dann auch verdient in Führung. Michi Raffel mit einem satten Schuss zum 1:0 für die blau-weißen Adler. Der VSV hat in der Folge dann auch Möglichkeiten, den Vorsprung noch auszubauen. Wolfi Kromp hat hier Pech, trifft das Außengestänge. Und Mekki Alex Schuss kann Robert Kristan im Tor der Kroaten halten. Der slowenische Torhüter zeigt aber immer wieder Schwächen, wie zum Beispiel hier bei diesem Schuss von Philipp Pinter, den er beinahe über die Linie hüpfen lässt. Im zweiten Abschnitt nur noch selten gute Chancen für den VSV, wie hier durch Andreas Christler. Dafür werden die Kroaten immer offensiver und immer gefährlicher. Hier kann Gerd Prohaska noch das Schlimmste verhindern, aber in der 35. Minute mit einem Mann mehr gelingt ihnen schließlich der Ausgleich. Guderelli assistiert und Konrad Martin trifft zum 1:1. Gerd Prohaska also zum ersten Mal geschlagen und zu Beginn des letzten Abschnitts gleich zum zweiten Mal. Mike Quillett mit einem Gewaltschuss genau ins Kreuzeck. Keine Chance für den VSV-Keeper. Die Kroaten führen mit 2:1. Der VSV antwortet mit diesem Stangenschuss von Roland Kaspitz. Pech für den VSV. Aber in der 48. Minute gelingt schließlich doch der Ausgleich. Jonathan Furland reagiert hier blitzschnell und trifft zum 2:2 in der 48. Minute. Großer Jubel über diesen Ausgleich, allerdings hält dieser nur kurz an. Denn nur eine Minute später Powerplay für Zagreb und da stellt Konrad Martin mit seinem zweiten Tor auf 3:2, überlistet Gerd Prohaska aus spitzem Winkel. Und in der 51. Minute Blitzbreak, guter Rally nach Pass von Hesimovic, das 4:2 und die Vorentscheidung in diesem Spiel. Der VSV nun mit dem Mute der Verzweiflung. Günter Lanzinger mit einer Möglichkeit, aber richtig hundertprozentige Chancen können sich die Villacher in dieser Phase nicht mehr arbeiten. Dann knapp 1,5 Minuten vor dem Ende nimmt Trainer Johann Strömwall ein Timeout, zeichnet seinen Spielern vor, wie es funktioniert und die setzen dies so um. Bulli-Gewinn, Kaspitz, Furland, Schuss von Michi Raffel und da ist schon das 3:4, nur 5 Sekunden, nachdem es Johann Strömwall seinen Spielern vorgezeichnet hat. Gelingt tatsächlich das 3:4 und die Zuschauer schöpfen noch einmal Hoffnung, dass der Ausgleich vielleicht doch noch gelingt. Und in der Folge spielt der VSV endlich so, wie es über die gesamte Spielzeit hätte spielen müssen, druckvoll, aggressiv. Jeder Zweikampf wird angenommen, jeder Zweikampf wird gewonnen, die Kroaten kommen nicht mehr aus der eigenen Zone heraus, aber sie lassen auch keine hundertprozentige Chance mehr zu, machen das ganz geschickt und bringen den Vorsprung schließlich über die Zeit. Der VSV ist eindeutig zu spät aufgewacht und muss mit dem 3:4 gegen Zagreb die dritte Heimniederlage in Folge hinnehmen.